Das sind jetzt Hähnchenflügel. Dazu brauche ich, ihr könnt sie ganz reinschmeißen, wenn ihr wollt. Ich nehme jetzt nur einfach die dicken Stücke und ich versuche das so ein bisschen aufzuteilen. Ja, wie viel Kilo, wie viel Gramm und so weiter ihr benutzen könnt. Das muss jetzt nicht hier hundertprozentig stimmen zum Beispiel. Ihr könnt auch ein bisschen mehr reinmachen. Und ich habe hier bei dem habe ich einmal draufgehauen, dass der Knochen zerbricht, damit das Mark rauskommt. Hier schneide ich das kurz aus. Das zeige ich euch. Wie gesagt, ihr könnt Unterschenkel nehmen, Oberschenkel, Flügel. Das ist jedem selber überlassen, mehr oder weniger. Ist auch, ja, lieber ein bisschen mehr als weniger. Gerade wenn er jetzt so ein bisschen Fleisch mögt, da habe ich natürlich für mich persönlich, hier habe ich jetzt die Hähnchenoberschenkel, die habe ich schon für mich zubereitet, aber nicht dafür eigentlich. Da mache ich immer ganz gerne Gyros von oder was auch immer. Das schmeiße ich damit rein und die Hälfte davon esse ich immer auf, weil das Ganze dann eben so gut schmeckt. Wie gesagt, wenn ihr ein bisschen mehr haben wollt, dann könnt ihr auch einfach die Oberschenkel nehmen. Nimmt sie komplett, da ist das Rückenstück meistens dran. Zweimal draufhauen, damit der Knochen bricht, damit er das Knochenmark kriegt. Und jo, weiter geht's, ne? Ja, ich zeige euch das nochmal, wie ich das mache. Ihr habt da ein Gelenk. Hier, ihr könnt es auch mit dem Messer schneiden. Ich drücke einfach nur drauf, schneide es durch und einmal draufklopfen, dann passt das. Jo, und weiter geht's. Ja, das ist mein Suppengrün. Das ist natürlich ein Teil davon. Das nehme ich jetzt zum Kochen mit. Da habe ich jetzt größere Teile. Eben, die kommen jetzt mit ins Wasser. Hierzu habe ich natürlich das Ganze jetzt klein geschnitten, was nach dem Kochen dann da reinkommt. Aber ich zeige es halt Schritt für Schritt. Petersilie kommt dann noch mit zu. Ja, ich glaube soweit. Ach ja, nachher kommen noch für mich Nudeln, Eierstich und so weiter. Aber ich zeige euch dann nach und nach, wie es abläuft. Also für mich persönlich. Ihr könnt die Suppe bezeichnen, wie ihr wollt. Ich sage einfach, eine schöne, gesunde Suppe. Gerade wenn man erkältet ist, ist das Beste forever. Da kommt eigentlich nur Salz und Pfeffer für mich rein. Und wer meint, der müsste da noch andere Zutaten reinmachen, dann soll er es tun. Ich brauche es nicht. Okay, dann geht das Ganze weiter. Okay, hier habe ich 1,5 Liter Wasser. Wie gesagt, ihr müsst das Ganze immer ein bisschen hochrechnen oder runterrechnen, wie ihr das gerade haben wollt, von der Menge her. Ich mache das mal so ein bisschen für mich. Da rein kommt dann natürlich alles, was ich so brauche. Hier meine Flügelteile, die kommen jetzt damit zu. Was auch nicht hier mit dem Zeug, dann kommt haha, das nicht. Dann kommt hier eben meine Abschnitte, ne, die ich noch übrig habe und auch natürlich brauche. Die kommen da jetzt auch mit rein. Petersilie mache ich zum Schluss und das Kleingehackte oder Geschnittene nehme ich auch zum Schluss. Ja, ach. Ich bin auch schon blind, habe zwar meine Brille auf noch. Kommt dann hier auch noch mit zu. Wie gesagt, da esse ich meist die Hälfte von auf. So viel Fleisch muss da nicht mit rein. Das ist jetzt aber auch ganz gut zum Aufkochen. Das Ganze werde ich jetzt 1,5 Stunden bis 2 Stunden. Das heißt, ich werde das Ganze 1,5 Stunden kochen lassen. Von 6. Jetzt kocht, schalte ich runter auf 2, mache einen Deckel drauf und lasse das schön vor sich hin
köcheln, das Ganze. Dann mache ich es aus. Dann lasse ich das Ganze mal 4 bis 6 Stunden drin. Einfach nur ruhen, damit sich das Ganze noch schön irgendwie, ja, vollsaugen kann, verarbeiten. Ich weiß, ich nenne das jetzt einfach mal so, dass es sich ruhen lässt. So, und ja, dazu kommt natürlich noch jetzt vorweg, das könnte auch, also ich mache das jetzt wegen dem Fleisch, ein Teelöffel kommt hier schon mal zu an Salz. Wenn euch das dann noch nicht salzig genug ist, dann könnt ihr das gerne danach, wenn die Suppe ist, nochmal nachsalzen. Hier habe ich einen halben Pfeffer, Weiß, der kommt auch noch dazu. Ja, und dann geht es erstmal weiter. Ja, wenn das passieren sollte, das Eiweiß einfach abschöpfen. So. Jetzt habe ich von 6 auf 2 runtergeschaltet. Jetzt warte ich, dass das Kochen nachlässt. Und dann mache ich einen Deckel drauf. Dann stelle ich das vor sich hin. Das werdet ihr dann schon sehen. Jo, bis dann. Das Ganze hat jetzt 2 Stunden lang vor sich hingeköchelt. Jetzt lasse ich nochmal 4, 6 Stunden. Ihr könnt es auch 12 Stunden einfach noch die Knochen und also die Flügel und Suppengrün, was da drin ist, durch noch drin lassen. Ich lasse das Ganze ruhen. Es wird dann für mich zumindest noch geschmackvoller, wenn ich es länger drin lasse. Okay. Wenn das Ganze dann soweit abgekühlt ist, geht es weiter. Ja, ich habe das Ganze jetzt hier in mein Sieb gegossen und reine Brühe, Kraftbrühe, wunderbar. Und jetzt nehme ich hier, hole ich das Ganze ab und nehme nur das Magerfleisch raus und lege es erstmal beiseite. Da kommt ja noch einiges hinzu, aber das werdet ihr dann schon sehen. Ihr habt soweit gesehen, ich habe es rausgenommen. Wenn ihr jetzt wollt und ihr sagt, ihr möchtet das einfach nur trinken, weil ihr vielleicht eine Grippe habt oder sonst irgendwas, dann trinkt es jetzt so, macht vielleicht noch ein bisschen Salz ran, wenn er es braucht. Also ein bisschen abschmecken für euch. Könnt auch, es gibt auch manche, die machen Muskata, ein bisschen Muskat dazu. Oder abkühlen lassen, im kleinen Behälter geben und einfrieren und immer wenn er es braucht, holt das raus. Ich persönlich, deswegen nenne ich es auch Suppe, hier habe ich Spargel. Das ist kein frischer, der ist aus dem Glas. Sonst hier meine Möhre und so weiter. Mein Geflügel kommt hier zu. Das Ganze lasse ich jetzt circa 20 Minuten aufkochen. Also erstmal lasse ich es richtig kochen, dann drehe ich es wieder runter von 6 auf 3 oder 2. Und dann mache ich hier mal eine kleine Nudel noch da rein. Das müsst ihr alles nicht machen. Ihr könnt es machen. Jetzt seht ihr Geschmack. Immer so, naja, Pi mal Daumen, was ihr so mögt. Ich persönlich mag ja auch gerne Eierstich. Ich hole mir sonst immer so einen kleinen aus der Dose. Aber heute möchte ich mal ihn selber machen. Tja, ich habe es schon ein paar Mal probiert, aber so richtig gelungen ist er mir nicht. Ich probiere es nochmal. Falls es klappen sollte, dann zeige ich euch das und ich werde ihn auch danach zutun. Hier habe ich jetzt noch meine Petersilie, die kommt mit zu. Und wie gesagt, zum Schluss schmecke ich das Ganze nochmal ab. Das meistens fehlt nur noch ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Und aus mehr Chemikalien entsteht das Ganze gar nicht oder brauche es nicht. War ja ein blöder Spruch jetzt, aber ich mache da sonst nichts weiter rein. Ihr werdet selber merken, dass es also sehr geschmackvoll ist. Die Suppe probiert es einfach mal aus. Jo,
wenn das Ganze dann so weit fertig ist und Eierstich und so weiter, dann sprechen wir uns wieder. Na, sieht die schon lecker aus und die schmeckt gut. Ich bin wieder hier. Ja, ich versuche mich jetzt mal mit Eierstich. Ich habe es schon ein paar Mal probiert. Okay, hier habe ich, das Rezept wird dann in meinem Video stehen unter Beschreibung, wenn es funktioniert. Hier habe ich halb Wasser, halb Milch. Also ich nehme 1,5%ige. Müsst ihr aber nicht nehmen. Hier habe ich 2 Eier. Salz, da kommt nur so eine kleine Prise rein, das ist jeder, wie er den Geschmack mag. Ich bin jetzt so auf dieser Linie, wo ich immer etwas weniger Salz nehme. Dann habe ich Muskat. Viele sind ja der Meinung, oder es sind, ich glaube, nur so 1-2% der Meinung, es würde wie Medizin riechen und wäre nicht gut. Auf diese Menge hole ich jetzt nicht gerade hier die richtige Muskatnuss raus. Daher ist das für mich persönlich egal. Muss jeder meinen, wie er denkt. Jo, dann fange ich mal damit an, ne? Oh, hier mache ich jetzt erstmal die beiden Eier rein. Werde sie erstmal aufschlagen. Das Ganze schön fein wird. Eigentlich müsste ich dafür eine größere Schale nehmen. Sie fehlt nämlich gerade auf. Das werde ich jetzt noch mal kurz tun. Sorry. Ja, vorsichtshalber habe ich das Ganze jetzt noch mal durchgeschakert mit dem Shaker. Also ich habe hier so ein elektrisches kleines Ding. So sieht das Ganze schön vernünftig aus. Ist gut verteilt. Und jetzt kommt es ab in die Mikrowelle. Da bin ich ja mal gespannt. Okay. Tja, so ein bisschen ist ja was geworden. Das sieht jedenfalls gut aus. Ich habe 1,5 Minuten wollte ich nehmen. Bei 500 Watt habe ich festgestellt, das reicht nicht. Dann bin ich praktisch 4 Minuten auf 500 Watt. Bin ich dann ja die Gesamtzahl. Und ich lasse es hier jetzt mal kurz 10 Minuten abkühlen. Dann kommt es mal eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Und dann schauen wir mal, wie es dann aussieht und auch schmeckt. Okay. Ja, ich hoffe, er ist fest genug. Dann werde ich ihn mal rausholen. Gucken, was ich da noch dran ändern kann. Oder ob das Ganze jetzt schon so geht. Oh ja, so richtig ist er noch nicht, so wie ich das will. Aber jeder Versuch macht klug. Jetzt werde ich das Ganze natürlich hier auch erstmal, obwohl er ist relativ doch fest, wenn er noch ein bisschen durchgekühlt wäre, mal probieren. Ja, schmeckt nicht schlecht. Aber an der Festigkeit werde ich noch ein bisschen was probieren. Ja, dann guten Appetit und versucht es mal nachzumachen. Ich mache jetzt hier noch so eine Schüssel fertig, tue da ein bisschen was rein, erwärmen und dann zeige ich hier auch nochmal. Ihr seht, Eierstich geht doch relativ einfach, aber es hat immer noch eine Sache von der Konsistenz her. Da muss ich noch ein bisschen dran rumschrauben. Die Mikrowellenzeit wäre okay, so bei 500 Watt, 4 Minuten. Ich werde diesmal statt Milch, ich habe ja halb Milch, halb Wasser genommen. Also der Milchgeschmack schmeckt mir nicht so, wie ich das gerne möchte. Ich werde dann deswegen nur Wasser nehmen. Und ja, 125 Milliliter nehme ich an Flüssigkeit, vielleicht auch etwas weniger. Und werde dann eben statt 2er, 3er zutun. Das muss für sich jeder selbstständig ausprobieren. Natürlich werde ich auch etwas mehr Salz reingeben und etwas mehr Muskat. Und
dann einfach mal schauen. Aber probiert es einfach mal aus, so wie ihr es gerne möchtet, wie ihr es mag. Ja, früher oder später kriegt ihr euren Geschmack hin und ich meinen Geschmack. Mir ist es nicht immer so ganz so wichtig, dass es alles so extrem fest ist. Es geht mir auch nach dem Geschmack. Oder hauptsächlich nach dem Geschmack. Ja, okay. Dann sage ich mal ciao, euer Micha. Wieselputze. Ciao.